Al-Jawzi erzählt in seinem Buch Sifat al-Safwa folgende Geschichte. Und Wallahi, diese Geschichte ist verblüffend. Sie ereignete sich vor etwa 400 Jahren. Die Feinde des Islam attackierten die Muslime skrupellos an einem Ort namens Ar-Raqqa. Sie haben die Häuser der Muslime überfallen und die Frauen vergewaltigt. Sie haben die Kinder geraubt und die Alten ermordet. Nur weil die Muslime sagten, Rabbunallah. In dieser Zeit lebte ein großer Gelehrter und Anführer. Sein einziges Ziel war es, die Muslime zu verteidigen, wo auch immer sie lebten und unterdrückt oder bedroht wurden. Sein Name war Abu Qudam. Eines Tages saß er in der Moschee, als eine Gruppe zu ihm kam. Ja, Abu Qudam, kannst du uns eine interessante Geschichte erzählen? Wir möchten das Außergewöhnlichste hören, das dir passiert ist. Abu Qudam saß eine Weile mit ihnen und begann dann zu erzählen. Ich erinnere mich an das schockierendste Ereignis, das mir jemals passiert ist. Bis zum heutigen Tag kann ich es mir nicht erklären. Ich ging in ein kleines Dorf. Darin war eine kleine Moschee. Wir waren auf dem Weg nach Tarsus, einem Ort an der Grenze zwischen den Muslimen und den Feinden des Islam. Zu dieser Zeit herrschte Krieg. Wir gingen dorthin, weil wir Krieger waren. In diesem Dorf hielten wir, um zu rasten. Und nach dem Nachtgebet sagte ich zu den Leuten in der Moschee, Ja, Ayuhannas, fürchtet Allah. Schließt euch uns an und unterstützt den Islam. Doch nur wenige folgten meinem Aufruf. Wir blieben in dem Dorf über Nacht. Mitten in der Nacht klopfte jemand an meiner Tür. Ich bin fremd in dem Ort, niemand kennt mich hier. Nach einer Weile öffnete ich die Tür. Da sah ich mitten in der Nacht eine Frau mit Hijab vor meiner Tür stehen. Ich war schockiert und sagte, Ja, Amatullah, was tust du hier? Sie fragte nur, Bist du Abu Qudama? Bist du der Mann, der dazu aufruft, in den Krieg zu ziehen und unsere Grenzen zu schützen? Ja, sagte ich. Darauf bat sie mich, meine Hand zu öffnen. Sie legte ein eingewickeltes Tuch in meine Hand. Dann sagte sie, Nimm das. Das ist deine Amana, und lief davon. Als ich wieder hineinging und das Tuch aufrollte, fand ich darin ein Stück Papier und eine Haarlocke. Auf dem Papier stand geschrieben, Heute hast du Kriege angeworben, damit sie mit dir kämpfen, um die Schwachen zu beschützen. Du hast zu Spenden aufgerufen. Ich bin eine Frau und nicht imstande zu kämpfen. Ich habe nicht genügend Vermögen, um dich zu unterstützen. Daher war mein Herz von Trauer ergriffen, da ich dir nichts geben konnte. Also ging ich nach Hause und schnitt mir eine Haarlocke ab. Du findest sie in diesem Tuch. Das ist das Einzige, das ich in dieser Sache geben kann. Ich bitte dich, die Locke als Zügel für dein Pferd zu verwenden, in der Hoffnung, dass Allah Azza wa Jal das annehmen wird, als wäre ich mit dir in den Kampf gezogen. Subhanallah, was für eine Frau ist das? Ich nahm die Haarlocke und verknüpfte sie mit meinen Zügeln. Am nächsten Morgen versammelte ich die Truppen und wir zogen in die Schlacht. Als wir das Schlachtfeld erreichten, bemerkten wir, dass sich eine Gruppe der Armee auf uns zubewegte. Also ließ ich meine Krieger Stellung beziehen. Als wir dabei waren, vorwärts zu marschieren, hörte ich aus der Ferne eine Stimme rufen. Ja, Abu Qudama! Ja, Abu Qudama! Der Unbekannte ritt eilig auf seinem Pferd und rief immer zu, Ja, Abu Qudama! Bei Allah, warte auf mich! Ich ließ die Krieger weitermarschieren und wartete auf den Fremden. Als er mich eingeholt hatte, sprang er vom Pferd. Völlig außer Atem sagte er, Alhamdulillah, Alhamdulillah konnte ich dich noch einholen. Ja, Abu Qudama, lass mich mit dir ziehen. Das Gesicht des Fremden war verschleiert. Als ich an seiner Stimme merkte, dass er ein kleiner Junge war, sagte ich, nimm den Schleier vom Gesicht. Wenn du ein Mann bist, werden wir dich mitnehmen. Aber wenn du ein Junge bist, werden wir dich zu deinen Eltern zurückschicken. Der Fremde entfernte den Schleier. Subhanallah. Das Einzige, womit ich das Gesicht dieses Jungen vergleichen kann, ist der Vollmond. Sein Gesicht strahlte förmlich. Ich sagte zu ihm, du bist nur ein Junge. Kehre zurück zu deiner Mutter. Kehre zurück zu deinen Eltern. Der Junge war bestürzt. Wallahi, mein Vater hat für dieselbe Sache sein Leben gegeben, für die du dein Leben gibst. Ja, Abu Qudama, weise mich nicht zurück. Ja, Abu Qudama, Wallahi, ich bin ein Mann. Wallahi, ich bin ein Mann. Ich habe das Buch Allahs gelernt. Meine lieben Geschwister, seht nur, wie dieser Junge denkt. Das sind völlig andere Prinzipien. Ganz andere Standards. Wie kannst du mit uns in den Krieg ziehen? Nein, du bist zu jung. Kehre zurück. Da sagte der Junge, aber meine Mutter ist letzte Nacht zu dir gekommen. Deine Mutter? Ja, sagte er. Wer ist deine Mutter? Meine Mutter hat dir die Haarlocke gegeben und dir gesagt, dass du auf mich aufpassen sollst. War das deine Mutter? Er sagte, ja. Du sollst umkehren. Du kannst nicht mit uns kämpfen. Nein, Abu Qudama, nein. Mein Vater ist im Kampf gefallen und ich möchte auch kämpfen.
Ich möchte beschützen. Bitte nimm mich auf. Ich habe viele Erfahrungen. Ich habe viele Schlachten geschlagen. Ich bin ein erfahrener Reiter. Wallahi, ich kann dir sehr nützlich sein. Der junge Mann drang so sehr drauf, dass ich keine andere Wahl hatte. Also sagte ich ihm, wenn du darauf bestehst, mit uns zu ziehen, dein Platz ist in der letzten Reihe. Deine Aufgabe ist, für die Krieger Essen zuzubereiten. Der Junge willigte ein. Als wir auf unseren Pferden ritten, ritt er mit uns. Doch währenddessen rezitierte er den Koran. Als wir gingen, gedachte er Allah subhanahu wa ta'ala. Am Ende des Tages sagten die Krieger, wir fasten und wir müssen Iftar machen. Der Junge sagte, ich faste nicht, ich werde euch bedienen, ruht euch aus. Nein, sagten wir, du bist auch müde und hast keine Erfahrung. Doch er bestand darauf, das Essen für uns zuzubereiten. Wir sagten ihm, dass er sich beim Kochen von uns entfernen soll, damit wir den verlockenden Geruch des Essens nicht riechen. Die Zeit von Maghrib kam immer näher, aber der Junge kam nicht mit dem Essen, also machte ich mich auf die Suche nach ihm. Was hatte ihn wohl so lange aufgehalten? Als ich ihn fand, lag er vor einem kochenden Topf und schlief. Subhanallah, ich hatte Mitleid mit dem Jungen und wollte ihn nicht wecken. Er schlief so friedlich und lächelte dabei. Durch die Geräusche des Geschirrs aber wachte er auf. Abu Qudama, es tut mir leid, ich habe es vergessen. Ich werde das Essen gleich fertig machen. Nein, das wirst du nicht. Entspann dich. Doch, ich möchte es zubereiten. Nein, wenn du kochen möchtest, berichte mir zuerst, was du gesehen hast. Warum hast du im Schlaf gelächelt? Das Gesicht des Jungen wurde plötzlich ernst. Er blickte zur Seite und sagte, ja, Abu Qudama, lass es. Nein, sagte ich, ich möchte es wissen. Und ich werde dich nicht kochen lassen, bis du es mir erzählst. Ja, Abu Qudama, willst du mir etwa den Ajr vorenthalten, für die Fastenden zu kochen? Wenn du kochen möchtest, berichte mir, was du gesehen hast. Der Junge sagte, das ist zwischen mir und Allah. Aber ich werde es dir erzählen. Ich habe geschlafen. Da kam es mir vor, als sei die letzte Stunde gekommen, der Weltuntergang. Doch plötzlich hörte ich eine Stimme. Ergreift Muhammad und führt ihn ins Paradies. In der Menge kam zu mir ein Licht. Neben mir stand ein Mann, ein sehr hübscher Mann. Aus seinem Gesicht strahlte Licht und erhellte alles, soweit ich sah. Er führte mich ins Paradies. Ich fragte, wer bist du? Ich bin einer deiner Diener, sagte er, die Allah subhanahu wa ta'ala für dich erschaffen hat. Wo bringst du mich hin? Fragte ich lächelnd. Ich bringe dich zu deinem Vermögen und deiner Familie, zu deinem Besitz und deinem Palast in Jannah. Da wurde das Lächeln stärker. Als ich die großen Tore erreichte, sagte der Diener, ich kann hier nicht eintreten, da du drinnen Frauen hast, die meinen Blicken nicht erlaubt sind. Das Lächeln wurde noch stärker, als ich eintrat. Ich fand viele schöne Frauen, die meine Hand schnappten und mich fortführten. Ich fragte mich, sind das meine Frauen? Nein, nein, meinten sie. Wir sind nur deine Diener. Deine Prinzessin wartet drinnen, ala Khidr. Sie lehnt drinnen im Zelt auf seidenen Betttüchern und wartet auf dich. Als ich das Zelt betrat, sah ich eine bezaubernde Frau. Wer bist du? Fragte ich. Das Lächeln wurde noch stärker und die Zähne kamen zum Vorschein. Ich bin diejenige, die dir Allah versprochen hat. Ich bin deine Frau in Jannah. Da streckte ich meinen Arm aus und berührte sie. Doch sie legte meinen Arm sanft wieder zurück und sagte, ja Muhammad, noch nicht. Ich bitte Allah, dich vor jeder schlechten Tat zu schützen. Noch bin ich nicht dein. Weil du dich selbst vor verbotenen Handlungen mit anderen Frauen geschützt hast, hat mich Allah für dich bestimmt. Darum halte dich rein, o Muhammad. Wir treffen uns morgen und wir werden das Fasten gemeinsam brechen. Als sie begann, zu mir zu sprechen, begann ich zu lächeln. Und ich wollte mich ihr nähern, aber sie sagte nur, ja, Muhammad, noch nicht. Ich fing an zu lachen, sodass ich aufwachte. Das war meine Geschichte, ja, Ammi Abu Qudama. Bitte bewahre das Geheimnis zwischen uns beiden, sonst wird meine Belohnung vergehen. Das ist mein Geheimnis. Abu Qudama erzählte weiter, ich behielt diesen Jungen im Auge. Am nächsten Tag trafen wir auf den Feind. Es war erbittert. Wir griffen an und stürmten los. Ich sah mich um nach Muhammad. Der Junge sollte in der letzten Reihe stehen, doch plötzlich war er in vorderster Front. Er hatte keinerlei Kampferfahrung. Der Junge hatte Mühe, das Schwert zu halten. Muhammad hatte Abu Qudama getäuscht. Ich konnte ihn nicht mehr einholen. Muhammad war in erster Reihe und rief die Worte seiner Mutter. Wenn du auf sie triffst, laufe nicht davon, wende ihnen nicht deinen Rücken zu. Diese Worte rief der Junge. Allahu Akbar. Er widersetzte sich jedem Gegner. Er kämpfte mit jedem, der ein Schwert auf ihn richtete. Der Junge beschützte andere Krieger, bis schließlich Staub mein Gesicht bedeckte.
und ich den Jungen aus den Augen verlor. Am Ende der Schlacht schenkte uns Allah subhanahu wa ta'ala den Sieg, da wir für eine edle Sache gekämpft hatten. Nach der Schlacht suchten wir die Märtyrer auf dem Schlachtfeld. Ich wollte nur Muhammad finden. Der Junge hatte für mich oberste Priorität. Ich suchte alles ab. Und während ich über das blutige Feld ging, lagen überall Menschen im Sterben. Ich erkundigte mich: Habt ihr den Jungen gesehen? Doch keiner wusste, wo er war. Da vernahm ich eine leise Stimme aus der Ferne: Ja, Johannes, bitte holt Abu Khudama. Mein Junge, ich bin hier. Ich eilte zu ihm. Sein Körper war von Schnitten übersehen. Ich begann zu schluchzen und wischte mit meinem Umhang das Blut aus seinem Gesicht. Was hast du dir nur angetan? Der Junge sagte: Ja, Abu Khudama, benutze nicht deinen Umhang. Mein Umhang ist bereits blutig. Wallahi, ich weinte noch mehr. Mein Sohn, ich habe dir gesagt, dass der Krieg heftig ist. Habe ich dir nicht gesagt, das Schlachtfeld ist nicht, wie du denkst? Habe ich dir nicht gesagt, dass du noch zu jung bist? Aber du wolltest unbedingt vorwärts stürmen. Warum hast du dir das angetan? Der Junge sah mich nur an und sagte: Ammi Abu Khudama, dazu hat mich meine Mutter erzogen. Mein Vater ist für dieselbe Sache gestorben. Willst du es mir verweigern? Ja, Ammi Abu Khudama. Willst du mir sagen, zurückbleiben, während Allah im Koran sagt: Und was fürchtet ihr, wenn ihr für die Sache Allahs kämpft? Ja, Ammi, das ist, was ich wollte. Wallahi, ich kann meinen Palast sehen. Wenn du nur sehen könntest, was ich sehe, ja, Ammi. Aber ich brauche nur eins von dir. Wenn du meine Mutter siehst, wird sie sehr traurig sein. Vielleicht wird sie dir nicht glauben, dass ich für die Sache Allahs gestorben bin. Darum nimm dieses Stück meines Hemdes und bring es ihr, damit ihre Trauer vergeht. Und sie weiß, dass ich in Jannah bin. Und weil sie mich großgezogen hat, wird auch sie mit mir in Jannah sein. Lass sie das wissen. Lass meine Mutter nicht trauern. Ich bin gestorben und du wirst mit mir ewig in Jannah sein. Meine Mutter, ich bin für die Sache Allahs gestorben. Nun wird das eine Garantie sein, dass du mit mir sein wirst und wir mit meinem Vater sein werden. Nichts anderes wird ihr Herz trösten. Ja, Ammi Abu Khudama, ich habe noch eine jüngere Schwester. Ihr Name ist Fatima. Sie ist gerade erst 8 Jahre alt. Sie ist mit mir aufgewachsen und liebt mich sehr, seit mein Vater gestorben ist. Und ich liebe sie sehr. Ja, Ammi, ich habe meiner Schwester versprochen, zurückzukehren. Sonst hätte sie mich nie ziehen lassen. Nie zuvor habe ich solch große Liebe gesehen. Sie hängt sehr an mir. Wenn du sie siehst, bitte kümmere dich um sie. Bitte versuche, sie zu beruhigen und für sie tröstende Worte zu finden. Denn ich fürchte die Konsequenzen. Sie liebt mich zu sehr. Zeige ihr nicht mein Hemd, ja, Ammi. Ich gab dem Jungen mein Wort. Und während er ihn in den Armen hielt, begann der Junge zu lächeln. Das Lächeln wurde immer stärker, bis er schließlich lachte. Ja, Ammi Abu Khudama, la ilaha illallah. Ja, Abu Khudama, sieh nur. Mardiya ist gerade vom Himmel emporgestiegen. Und nun liegt sie neben mir und hält meine Hand. Sie wartet auf mich, ja, Ammi. Allah gab mir, was er mir versprochen hat. Ich gehe ins Paradies mit Mardiya. Sie wird mich begleiten, ja, Ammi Abu Khudama. Das Geheimnis zwischen dir und mir. Ja, Ammi, denk an unser Geheimnis. Dann starb der Junge und ging zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Abu Khudama ging in sein Land zurück. Auf dem Rückweg suchte er das Dorf in Raqqa auf. Die Frauen kamen auf die Straßen, um die Armee zu begrüßen. Dann kam auch die Mutter von Muhammad und suchte nach ihm. Sie kam auf Abu Khudama zu und fragte: Mein Sohn, wo ist mein Sohn? Abu Khudama sagte: Er ist gefallen. Er kämpfte in vorderster Front, ohne zurückzuweichen. Er hat getan, was du ihm geraten hast und wozu du ihn erzogen hast. Ich glaube dir nicht, sagte sie. Ich glaube dir nicht. Genau wie ihr Sohn gesagt hatte. Dann sagte Abu Khudama: Dein Sohn bat mich, dir sein Hemd zu geben. Sie sah das Hemd an und begutachtete es. Sie wusste, das war das Blut ihres Sohnes Muhammad. Dann weinte sie und hob ihre Hände gen Himmel. Alhamdulillah, ich danke Allah, der meinen Sohn gerettet hat. Nun habe ich die definitive Garantie, dass ich mit ihm und meinem Ehemann wieder vereint werde. Aber zuvor hatte Abu Khudama noch etwas gesehen. Ein kleines Mädchen, das durch die Menge läuft. Wie ein Schmetterling. Sie berührt diesen Mann, sieht ihn an, dann den Nächsten. Dann läuft sie zum Nächsten und sieht ihn an. Abu Khudama wusste, das war Fatima, die nach ihrem Bruder sucht. Also ging Abu Khudama zu Fatima und hob sie hoch, umarmte und küsste sie. Dann sagte er: Wonach suchst du? Ich suche meinen Bruder, sagte Fatima. Wo ist Muhammad? Wo ist Muhammad? Weißt du, wo Muhammad ist? Ich vermisse ihn und möchte ihn sehen. Er hat mir versprochen, zurückzukehren. Wo ist er? Abu Khudama begann zu weinen.
Fatima, dein Bruder sagt zu dir, Assalamu alaikum. Und er sagt, bald wirst du ihn in Jannah treffen, inshallah. Jannah? Fragte sie. Ist er gestorben? Abu Qudama sagt, ja, aber er starb einen edlen Tod. Noch bevor er das aussprechen konnte, atmete Fatima tief ein und fiel in Ohnmacht. Abu Qudama wollte sie hochheben, aber die Mutter rannte herbei. Lass sie, sagte die Mutter und brachte ihre Tochter weg. Abu Qudama klopfte und klopfte an die Tür, aber es war zu spät. Er hörte nur, wie die Mutter drinnen weinte und sagte, Ja Rab, mein Ehemann ist für deine Sache gestorben und ist in Jannah, inshallah. Meinen Sohn habe ich für dich geopfert, ja Allah. Bitte weise mich nicht ab und vereine mich mit ihm in Jannah. Und nun ist meine Tochter gestorben und ihrem Bruder gefolgt. Ja Allah, mein Ehemann, mein Sohn und meine Tochter sind alle bei dir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah gehören wir und zu Allah werden wir zurückkehren. Ja Allah, garantiere mir einen Platz mit ihnen in Jannah. Ja Allah, vereine mich mit ihnen. Ich klopfte weiter und weiter an der Tür, sagte Abu Qudama, aber sie machte ihm nicht mehr auf. Daher ließ ich sie alleine und ging weg, sagte er. Das war die Geschichte von Abu Qudama und dem Jungen. Inshallah erinnern wir uns an diese Geschichte, wenn unsere Herzen schwach werden, meine Geschwister. Möge Allah unsere Augen für die Wahrheit öffnen und unser Herz mit Mut erfüllen.